Jetzt der Kollege Josef Göppel. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, so unterschiedlich sind die Sichtweisen, Frau Kollegin. Ich sehe dieses Gesetz als ein schönes Beispiel für selbstbewusstes parlamentarisches Handeln. Aber zunächst mal, aus meiner Sicht sind da drei Paragraphen besonders erwähnenswert. Eben der Paragraph 57, wo es durch dieses selbstbewusste parlamentarische Handeln gelungen ist, die Ausweitung von Meeresschutzzonen außerhalb der 12-Meilen-Distanz vor der Küste so rechtlich abzusichern, dass diese Schutzgebiete wirklich in den nächsten Jahren zum Tragen kommen. Und das ist eine deutliche Verbesserung des Regierungsentwurfs. Und zu Recht, Frau Ministerin, haben Sie sich in dieser Beziehung beim Ausschuss für Umwelt bedankt. Es geht dann auch um den Paragraphen 44. Bei diesem Paragraphen 44 geht es um die Verletzungswirkung oder den Tod von Arten im Zusammenhang mit Eingriffen in die Natur. Manche sagen ja, wenn das jetzt an die Signifikanz gebunden wird, das heißt, dass die Gefahr eine bestimmte Schwelle nicht überschreiten darf und wenn sie überschritten wird, dann die Maßnahme nicht zulässig ist, sondern ich möchte Sie darauf hinweisen, die Formulierung ist anders, als die öffentliche Diskussion vielfach Glauben machen will, dass es nur um Populationen geht und um deren Erlöschen. Im Gesetzestext heißt es, wenn für Exemplare der betroffenen Arten ein erhöhtes Verletzungs- oder Todesrisiko besteht, dann sind die Maßnahmen zu unterlassen und vorher sind Schutzmaßnahmen vorzunehmen. Es geht also wirklich auch um eine nennenswerte Zahl einzelner Exemplare und nicht erst um die Auslöschung der Gesamtpopulation. Und schließlich geht es um den Paragraphen 21. Das ist in der Tat kein besonderes Ruhmesblatt für uns im Umweltausschuss. Denn wenn eine Frist von 10 Jahren vorgesehen ist für eine Maßnahme, die eigentlich schon seit dem Jahr 2002 laufen soll, dann kann man nicht sagen, die wäre überstürzt. Ich möchte auch auf eines in diesem Zusammenhang hinweisen. Der Nationale Biotopverbund ist von seinem Charakter her auf lineare Strukturen angelegt, die die großräumigen Schutzgebiete verbinden sollen. Und deswegen reicht es keinesfalls, auf die europäischen Schutzgebiete noch ein Etikett zu kleben, nationales Biotopverbundsystem. Es ist von der fachlichen Konzeption schon zu Zeiten von Wolfgang Haber, dem großen bayerischen Naturschützer und Landschaftspfleger, konzipiert worden, dass die großen Schutz- und Rückzugsräume durch lineare Strukturen verbunden werden müssen, wenn das wirken soll. Und wenn den Mitgeschöpfen des Menschen noch Lebensraum bleiben soll in der technisierten Welt. Und deswegen dürfen wir denen, die in der nächsten Periode hier dabei sind, anempfehlen, in den Koalitionsverhandlungen auf diesen Punkt besonders Wert zu legen. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch darauf hinweisen, dass bei aller Technik
und allen zivilisatorischen Errungenschaften, die wir heute haben, der Mensch auf die natürlichen Grundlagen des Lebens angewiesen bleibt, auf ackerfähige Böden, auf Weideflächen, auf Fischgründe, auf Wälder. Und diese Grundlagen für die Erzeugung von Lebensmitteln im umfassenden Sinn sind auch notwendig zur Aufnahme unserer zivilisatorischen Reststoffe. In diesem Zusammenhang hat neulich ein Kollege zu mir gesagt, aber unsere Kernkompetenz ist doch Wirtschaft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch das stimmt nicht. Ich möchte Sie bitten, gestatten Sie an der Stelle einen Vergleich aus dem Alltagsleben. Ein kleiner Junge sitzt auf den Armen seines Großvaters. Er streckt dann seinerseits die Arme hoch und ruft: Ich bin größer als du. Und so wie diesem kleinen Jungen ist uns auch oft nicht bewusst, was uns trägt. Das ist es, was in diesem Naturschutzgesetz auch drinsteckt. Man hat gedacht, dass der unserem Wirtschaftssystem innewohnende Wachstumszwang hin zu den Oligopolen seine Begrenzung findet eben durch die soziale Marktwirtschaft. Heute hat der Entwicklungsminister Gerd Müller ein Buch vorgestellt mit dem Titel UN, Fair, die Globalisierung gerecht gestalten. Es ist unverkennbar, dass die jetzige Globalisierung am ehesten zu vergleichen ist mit den wild dahin brausenden Rössern eines antiken Wagenrennens. Eines Tages wird dieser Wagen aus der Kurve getragen, führungslos. Und deswegen brauchen wir eben keinen Rückzug der sozialen Marktwirtschaft auf internationaler Ebene, sondern gerade wir Deutsche dürfen mit großer Glaubwürdigkeit dafür eintreten, dass eine soziale und ökologische Marktwirtschaft die Dinge am besten ordnet. Und wir haben ja Leute, ich erinnere an Ernst Ulrich von Weizsäcker oder auch an Franz Josef Rademacher, die die konkreten Schritte dahin aufgezeigt haben. Wie oft schauen wir gleichgültig zu, wenn wieder irgendwo ein Stück dieser atmenden, offenen, fruchtbaren Erde zugebaut wird? Wie gleichgültig beobachten wir zum Beispiel den landfressenden, erdgeschossigen Gewerbebau, der Land auf, Land ab immer noch große Flächen in Anspruch nimmt, obwohl es andere technische Möglichkeiten gäbe. Und da möchte ich darum bitten und uns alle auffordern, unterziehen wir uns der Mühe, auf diese Dinge immer wieder hinzuweisen, Anstöße zu geben. Neulich hat einer in einer Diskussion gefragt, ja, und wie machen wir das dann richtig? Es gibt für die praktische Politik eine klare Richtschnur. Immer dann, wenn sich eine Maßnahme den Kreisläufen der Natur nähert, dann ist sie richtig. Und das ist eine gute und kluge Messlatte für alle, die unser Land und die Heimat lieben.
Die Kollegin Steffi Lemke spricht jetzt.